In den 70er Jahren war unser beliebter Treff entweder das Kriegerdenkmal, da haben wir davor gesessen, oder in der Nähe des Textilhaus Brandls, da gab es Bänke, da haben wir dann rumgesessen. In der Anfangszeit sind wir auch mal in andere Orte getrennt oder später dann mit dem Moped gefahren. Eins hat uns alle geeint, wir waren ziemliche Wilde. Bei den Discjockeys ist der Piffman und der Beckes. Die Namen heißen die Manfred und Otto. Die haben sie als Discjockeys Platten aufgelegt. In der Mitte, das ist der Bobby. Ein ganz lieber Kerl, der ungeheures Pech hatte. Am letzten Tag bei der Bundeswehr ist er tödlich verunglückt. Unsere Disco Queen war natürlich die Malis. Mit der üppigen Haarpracht war der Jona. Übrigens ein Berufskollege von mir, wir haben beide beim V-Stroh-Werkzeugmacher gelernt. Rechts, unser wichtigster Mann, war der Schimmel. Er war für die Technik des Kellers zuständig. Ja, er ist heute noch ein ganz begnadeter Handwerker. Übrigens ist auch ein Rotärmel. Liebesheim ist das kein seltener Name. Zu Stammknabe war damals beim Django, da ist heute das Treff drin. In Mitte ist ein guter Freund von mir, der Rudi, der ist, glaube ich, mit 19 tödlich verunglückt. Durch einen Unfall. Ja, die drei Männer sind der Spotzi, der Blackie und meine Wenigkeit. Und in der Mitte vorne, das war ein Graubier. Das ist bei uns auf der Wiese im Schmalwald. Ganz rechts ist der Gerd, ich glaube, der ist auch noch keine 20 geworden, der ist dann tödlich verunglückt. Und das war so der harte Kreis der Kellerjugend. Der zweite von rechts mit den üppigen Haaren ist der Eddie. Er ist heute der Ortsbauer. Links, das ist der Gerhard, rechts der Klaus. Klaus ist mit seiner Ehefrau nach Spanien ausgewandert. Wie man hört, scheint es ihm dort sehr gut zu gefallen. Übrigens, dieser Webpelz war damals die große Mode. Ich war ganz stolz auf das Ding. Bloß warm gehalten hat das Teil nicht. Ganz rechts, das war der Willi oder auch im Freundeskreis Lucifer genannt, ja, ein damals ziemlicher Aktionskünstler. Meine Mutter hatte uns damals ein Schwein geschenkt, ja, und das sind so die Teile, die noch übrig waren. In der Mitte ist wieder der Gastwirt Django mit seinen Stammgästen. Ja, das Grohe Fassbier hat damals schon einen ziemlichen Zuspruch bei den Leuten gehabt. Das ist ein Teil der Kellermannschaft, ja, damals mit einer Aqua-Click fotografiert. Und da sehe ich ja meine alte Afghanenjacke, die hatte ich mir in Darmstadt in einem der kleinen Lädchen gekauft, vom Langen Ludwig waren die zu finden. Die Jacke hat sehr gut ausgesehen, aber man hat immer leicht nach Ziege gerochen. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.